Marienweihe am Hochfest Maria Verkündigung. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Festtagsevangelium. Wir betrachten heute diese Worte, der Engel antwortete Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Heute ist dieser große Tag, an dem wir Gott innig dafür danken, dass er nicht in unnahbarer Ferne im Himmel geblieben ist, sondern zu uns Menschen, in unser Elend, auf diese Erde herabgestiegen ist. Und das geschah gerade in diesem Augenblick, wo ein großartiger Mensch, nämlich die Jungfrau Maria, sich ihm mit ihrem Ja-Wort ganz zur Verfügung gestellt hat. An diesem besonderen Festtag weiht Papst Franziskus mit vielen Bischöfen und Gläubigen die Ukraine und Russland Mutter Gottes. Schon in den letzten Wochen wurde viel für die Ukraine gebetet und wir haben erfahren, dass kein Gebet umsonst ist. So kann man heute in den Nachrichten lesen, dass bis zu 60% einiger russischer präzisionsgelenkten Raketentypen versagt haben. Und interessant dabei ist, dass die Experten nichts zur Ursache der hohen Ausfallsrate sagen können. Freilich ist es wichtig, wie manche betont haben, dass die Marienweihe nicht magisch verstanden werden darf. Doch was heißt das schon wieder? Ein Beispiel dafür gibt es im Alten Testament. Die Israeliten waren im Kampf mit den Philistern und es drohte eine schwere Niederlage. Da ließen sie die Bundeslade aus Jerusalem auf das Schlachtfeld holen. Doch nach dem Freudengetaumel der Israeliten wurden sie vernichtend von ihren Feinden geschlagen. Und warum? Weil ihre Umkehr zu Gott fehlte. So ist es so wichtig, zu Gott und zu seinen Geboten umzukehren und Gott um Vergebung zu bitten, für die eigene Schuld, wie auch stellvertretend für die Schuld der anderen Menschen, am besten bei der Heiligen Messe. Und dann ist es so wichtig, dass wir, wie Maria, uns ganz dem liebenden Willen Gottes hingeben. Denn so bekommt Gott die Möglichkeit, der unsere freie Entscheidung achtet, mit seiner göttlichen Allmacht einzugreifen und die schwersten und ausweglosesten Situationen zu lösen. Und noch etwas Wichtiges, beten wir gerne dreimal täglich den Engel des Herrn, der dieses tiefe Festtagsgeheimnis beinhaltet. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vor Blitz, Hagel und Ungewitter, bewahre uns, o Herr,
vor Hungersnöten und Kriegen. Bewahre uns, o Herr, von diesem Krieg in der Ukraine. Erlöse uns, o Herr, vor einem plötzlichen und unvorhergesehenen Tode. Bewahre uns, o Herr, und im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Und im Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist, und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten Festtag der Mutter Gottes.